Willkommen zurück auf unserem Kanal, wo es heute um das Erwachen des Gartens im März geht. Der Frühling ist eine aufregende Zeit für alle Gärtner und um euch den Start zu erleichtern, habe ich eine Liste von 19 Pflanzen zusammengestellt, die ihr jetzt pflanzen solltet. Egal ob Hochbeet oder Freiland, diese bunte Mischung zaubert nicht nur farbenfrohe Pracht in deinen Garten, sondern versorgt deine Küche auch gleich mit frischen Zutaten. Lasst uns ohne weitere Verzögerung in die Welt des Gärtnerns eintauchen. Erbsen. Erbsen sind kältetolerant und können bereits gepflanzt werden, wenn der Boden zu bearbeiten ist und keinen Frost mehr aufweist. Sie bevorzugen einen sonnigen Standort und gut durchlässigen Boden. Erbsen sind reich an Proteinen, Vitaminen A, B, C und K, sowie Mineralien wie Eisen und Magnesium. Eine Stütze für das Ranken der Erbsen erhöht den Ertrag. Spinat. Spinat keimt am besten bei kühlen Temperaturen und sollte in einem Bereich mit voller Sonne bis Halbschatten gepflanzt werden. Er ist reich an Eisen, Magnesium und den Vitaminen A, C und K. Spinat benötigt regelmäßige Bewässerung, um schnell zu wachsen. Radieschen. Radieschen sind ideal für Anfänger, da sie einfach zu kultivieren sind und schnell wachsen. Sie bevorzugen sonnige Standorte und lockeren, nährstoffreichen Boden. Radieschen sind wahre Kraftpakete. Sie stecken voller Vitamin C, das unser Immunsystem stärkt und freie Radikale bekämpft, außerdem die Vitamine A und B. Karotten. Karotten keimen bei kühleren Temperaturen und benötigen tief gelockerten Boden ohne Steine. Sie sind reich an Beta-Carotin, Vitamin A und bevorzugen vollsonnige Standorte. Regelmäßige und fortlaufende Bewässerung fördert ein gleichmäßiges Wachstum. Salatpflanzen wie Kopfsalat oder Rucola kommen gut mit kühleren Temperaturen zurecht. Sie bevorzugen einen sonnigen bis halbschattigen Standort und feuchten, nährstoffreichen Boden. Salate sind reich an Vitaminen A und C sowie Folsäure. Kohlrabi. Kohlrabi ist frostresistent und wächst am besten in voller Sonne. Er benötigt einen nährstoffreichen, gut durchlässigen Boden und regelmäßige Bewässerung. Kohlrabi ist eine gute Quelle für Vitamin C und Kalium. Zwiebeln. Steckzwiebeln können im März gesetzt werden und benötigen einen sonnigen Standort mit lockerem, nährstoffreichem Boden. Zwiebeln sind reich an Vitamin C, Biotin, Mangan und sind bekannt für ihre antibakteriellen Eigenschaften. Knoblauch. Knoblauch bevorzugt kühles Klima für die Anfangsphase und benötigt einen sonnigen Standort mit gut durchlässigem Boden. Er ist reich an Vitamin C, B6, Mangan und hat antibakterielle sowie antivirale Eigenschaften. Mangold. Mangold kann in kühleren Temperaturen gepflanzt werden und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Er ist reich an Vitaminen K, A und C sowie Mineralien wie Magnesium und Eisen. Mangold benötigt regelmäßige Bewässerung. Petersilie. Petersilie kann schon früh im Jahr gesät werden und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit feuchtem, nährstoffreichem Boden. Sie ist reich an Vitamin C, K und Eisen. Petersilie sollte regelmäßig geerntet werden, um das Wachstum zu fördern. Dill. Dill ist kältetolerant und kann in voller Sonne bis Halbschatten gepflanzt werden. Er benötigt gut durchlässigen, nährstoffreichen Boden. Dill ist eine gute Quelle für Vitamin C, Mangan und Eisen. Brokkoli. Brokkoli bevorzugt kühleres Wetter und sollte in voller Sonne gepflanzt werden. Er benötigt regelmäßige Bewässerung und einen nährstoffreichen Boden. Brokkoli ist reich an Vitaminen C, K und A sowie Folsäure. Blumenkohl. Ähnlich wie Brokkoli bevorzugt Blumenkohl kühleres Klima und volle Sonne. Er ist reich an Vitamin C, K und Folsäure. Blumenkohl benötigt einen nährstoffreichen Boden und regelmäßige Bewässerung. Feldsalat. Feldsalat ist sehr frostresistent und kann in voller Sonne bis Halbschatten angebaut werden. Er ist reich an Vitamin C, B6, Eisen und Omega-3-Fettsäuren. Feldsalat benötigt einen feuchten, nährstoffreichen Boden. Pastinaken. Pastinaken keimen bei kühleren Temperaturen und benötigen einen tief gelockerten, steinfreien Boden. Sie sind reich an Ballaststoffen, Vitamin C und Folsäure. Pastinaken bevorzugen einen sonnigen Standort. Frühlingszwiebeln können früh im Jahr gepflanzt werden und bevorzugen einen sonnigen, bis halbschattigen Standort mit feuchtem, gut durchlässigem Boden. Sie sind reich an Vitamin C und Schwefelverbindungen. Rote Beete.
Rote Beete kann Ende März gesät werden und bevorzugt einen sonnigen Standort mit nährstoffreichem, tief gelockertem Boden. Sie ist reich an Folsäure, Eisen und Antioxidantien. Buschbohnen. Buschbohnen sollten Ende März unter Schutz gepflanzt werden. Sie bevorzugen warme Temperaturen, volle Sonne und gut durchlässigen Boden. Buschbohnen sind eine gute Quelle für Protein, Fasern, Vitamin B und Eisen. Kartoffeln. Kartoffeln können spät im März gepflanzt werden, wenn der Boden frostfrei ist. Sie bevorzugen einen sonnigen Standort und breit gelockerten, tiefen Boden. Kartoffeln sind eine gute Quelle für Kohlenhydrate und enthalten Vitamin C, B6 und Kalium. Diese hier gezeigten Pflanzen bieten eine vielfältige Auswahl für deinen Garten oder dein Hochbeet und können dir helfen, den Anbau rechtzeitig im Jahr zu starten. Beachte immer die spezifischen Bedürfnisse jeder Pflanze, um sicherzustellen, dass sie gedeihen und ihr volles Potenzial entfalten können. Von der richtigen Bodenbeschaffenheit über die Bewässerung bis hin zum Sonnenlicht. Jede Pflanze hat ihre eigenen Vorlieben. Mit der richtigen Pflege und Aufmerksamkeit kannst du eine reiche Ernte genießen und gleichzeitig deinen Garten mit Leben und Farbe füllen.